zu einem neuen Video. Heute geht es um die S3-Sechstel. Und zwar die, die im Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen steht mit der Betriebsnummer 3673. Ich habe es ja in einem der letzten Videos schon gesagt, dass ich jetzt auch Mitglied im Bayerischen Eisenbahnmuseum werden möchte, beziehungsweise jetzt auch schon bin. Das hat funktioniert. Ich habe hier auch meinen Mitgliedsausweis bekommen. Das heißt, ich kann jetzt hier kostenlos in das Museum gehen und auch bei Fahrten gibt es Vergünstigungen. Wir haben uns ja jetzt auch für die Fahrt nach Sonneberg angemeldet von Modellbahnfreundin Tech. Gehen jetzt mittlerweile, ich glaube, zu 8 sind wir jetzt in der Summe im Juni. Also ich denke, es wird eine schöne Fahrt. Und das Schöne auf der Mitgliedskarte, ich zeige es mal, ist hinten die S3-Sechstel natürlich dargestellt. Das freut mich besonders. Ja, die Lok möchte ich gerne haben und zwar in der Farbgebung, wie sie momentan in Nördlingen steht, mit diesem, ich sage jetzt mal, schwarz-grünen Anstrich. Das ist wohl auch der Originalanstrich von der Lok. Und bei Märklin gibt es die Lok ja digital, in der digitalen Version, in diesem Laubgrün oder ich sage mal lieber Froschgrün. Das war die Farbgebung, ich glaube vor 10 Jahren, als diese Deutschland-Tour stattfand. Da hat ja Märklin, wenn ich es richtig weiß, auch ihr Teile oder die ganze Lackierung gesponsert, finanziert. Und ja, die Lok gefällt mir halt in diesem Froschgrün nicht wirklich so gut. Und ja, dann bliebe eigentlich nur noch eine Lösung, die Lok von Rocco zu kaufen. Die hat eine Version digital mit Sound in diesem Schwarz-Grün. Allerdings hat die eine andere Betriebsnummer. Und ich bin jetzt zwar nicht der Nietenzähler, aber irgendwie, wenn ich die Lok von Nördlingen will, soll die eigentlich schon die Nummer 3673 haben. Von daher blieb mir jetzt eigentlich nichts anderes übrig. Also ich hoffe, ich habe keine Option übersehen, als eine Analog-Lok zu kaufen, eine gebrauchte. Da gibt es auch unterschiedliche Altersstufen. Man erkennt es am Karton, es gibt auch ein bisschen modernere. Die haben schon diesen weißen Karton, aber trotzdem eine Analog-Lok. Das hier mit diesem durchsichtigen Karton, also mit diesem Sichtfenster. Da gibt es ja noch den geschlossenen Karton. Also ich meine, es gibt drei verschiedene Ausführungen vom Alter her. Ich habe die jetzt in eBay Kleinanzeigen für 80 Euro inklusive Versand gekauft. Der Verkäufer hat mir gesagt, dass es weitestgehend auch ein Vitrinenmodell ist. Die Schachtel ist jetzt nicht ganz so gut erhalten, das wusste ich aber zumindest ist eine Schachtel dabei. Hier Betriebsnummer 3092. Ja, ich habe dann natürlich gesagt, gut, dann machen wir einen Umbau, die digitalisieren wir. Ich habe dann im Vorfeld auch schon mal geschaut und es ist halt nicht ganz so einfach wie bei den anderen Lokomotiven, weil wenn man einen Hochleistungsmotor einbaut, passt das Motorschild, so wie es jetzt von Märklin vorgesehen ist, in diesem Umbauset, das wäre jetzt hier die Nummer 60944 für die Lok, passt das Motorschild eben nicht rein, man bekommt das Gehäuse nicht mehr drauf oder man bekommt es drauf, aber dann gibt es einen Kurzschluss, weil das dann vielleicht einfach zu eng ist, ich weiß es noch nicht. Und es gibt im Internet eine Umbaubeschreibung von jemand, die ist auch ganz gut gemacht, dass man eben dieses Motorschild quasi hinten aufbohren muss, umdrehen muss, also einmal spiegelverkehrt das Ganze zusammenbauen muss. Also ein bisschen tricky das Ganze. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach mal vor, es zu probieren. So drehen wir mal die Lok rum, dass wir die nochmal sehen. Und dann habe ich auch noch vor, wenn ich dann eh schon so einen etwas komplexeren Umbau mache, dass ich auch einen Soundgenerator einbaue, also einen Sounddecoder einbaue mit Lautsprecher. Deshalb habe ich mir den ESO Lok Sound 5 geholt. Ist es auch der 5er? Ich glaube schon, oder? Ah ja, hier steht es. Lok Sound 5 Decoder. Leerdecoder ohne Sound. Also ich gehe mal davon aus, da ist eben kein Sound aufgespielt. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Leerdecoder ohne Sound. Naja, egal. Lautsprecher ist dabei. Und dieser Lautsprecher soll dann in den wahrscheinlich Tender verbaut werden. Ich muss mal gucken oder ich krieg's vorne noch mit rein. Aber das Thema Tender wird sowieso noch eine Relevanz haben, weil ich eben auch überlege, ob ich hinten eine Beleuchtung einbaue. Das ist aber auch ein bisschen tricky, weil das dritte Spitzenlicht hinten
eben sehr filigran da aufgesetzt ist. Und ich weiß gar nicht, ob man da mit dem Bohrer rankommt. Wobei ich jetzt auch eine Kleinanzeige gesehen habe, wo jemand so eine Analoglok verkauft, die hinten Beleuchtung drin hat. Und auf den Bildern zufolge waren die drei, also alle aufgebohrt. Muss ich mal schauen. Ja, dann habe ich mir noch einen Dampfgenerator geholt von Seute. Da bin ich jetzt vorbeigefahren. Die sind ja bei mir ums Eck und ich kenne auch den Chef von Seute und habe dann auch mal noch eine kleine Werksführung gemacht. Das zeige ich euch natürlich in dem Film auch. Und dann habe ich mir auch noch einen Dampflokführer geholt. Das ist der Jörg, der hat schon einen Namen bekommen. Ich muss mal ein bisschen näher ran. Der Jörg fährt nämlich die S36 im Bayerischen Eisenbahnmuseum. Mit dem Jörg habe ich schon zwei Interviews machen können. Ich blende euch mal so ein bisschen was ein. Und wer das Video dann mal angucken will, ist also wirklich ganz interessant, die Geschichten vom Jörg zu hören. Und deshalb für dich, lieber Jörg, du kommst hier in meine S36 rein. Eine Bremsprobe, sowieso mit der Lok selber Hand. Mhm. Stangen, Splinte, Federspannschrauben und alle, im Grunde alle beweglichen Teile. Musst du da mal gucken, alles was Verschleiß ist und was kaputt. Gut, kaputt geht viel, aber. Ja, schon sehr schön. Ja. Ich wollte ja auch noch eine Heizerin, weil es gibt ja im BEM, also im Bayerischen Eisenbahnmuseum, auch die Daniela, auch die ist im Interview zu sehen. Aber ich glaube, es gibt bei den Herstellern keine weibliche Heizerin. Ja, das ist jetzt blöd. Weibliche Heizerin ist ja doppelt gemoppelt. Also es gibt keine Heizerin, habe zumindest noch keine gesehen. Muss mal gucken, A, ob ich zwei Personen da reinbekomme und B, ob ich da vielleicht irgendwie eine andere Dame umwidmen kann, vielleicht andere Kleidung anziehen oder so. Mal schauen. So, das ist also das Projekt. Die 3092, die soll digitalisiert werden mit einem Hochleistungsmotor, mit einem Motorschildumbau, einem Sounddecoder mit Lautsprecher im wahrscheinlich Tender, vielleicht auch vorne drin. Und wenn alles gut läuft, hinten noch eine Beleuchtung und mit einem Dampfeinsatz. Und natürlich mit Jörg. Schauen wir mal, ob es gelingt. Jetzt ein Stock tiefer im MOBA-Zimmer. Packen wir gemeinsam mal die Lok aus und dann werde ich als allererstes mal einen kurzen Fahrtest machen. Ich habe hier einen alten Trafo, den grauen, kennt ihr sicherlich noch. Und dann schauen wir mal, ob die Lok läuft. Sollte sie ja eigentlich, obwohl wenn es ein Vitrinenmodell ist, kann es ja durchaus sein, dass sie verharzt ist. Wäre ja aber auch egal, weil ich mache sowieso erstmal den alten Motor raus und dann wird alles gereinigt. Aber ich will es einfach mal prüfen, ob die Lok jetzt auch fahren würde. Also packen wir sie aus. So ein bisschen staubig ist sie hier oben, aber ansonsten denke ich, ist der Zustand sehr passabel. Schauen wir mal den Schleifer unten an. Das ist ja immer das Erkennungszeichen, ob es eine Lok ist, die wirklich hier irgendwie verratzt ist. Aber der sieht recht gut aus, also wenig Kratzspuren drauf. Also die Aussage vom Verkäufer aus meiner Sicht scheint zu passen. Und auch die Räder sehen gut aus, das Zahnrad sieht gut aus, was ich so sehen kann hier. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir die Lok auf ein Stück Gleis stellen und hier dann mal fahren lassen. Ich muss mal schauen, was ich für ein Gleis aufbaue. Vielleicht nehme ich auch hier mein Testgleis, wo ich immer für die Videos eingesetzt habe von der Rockrail-Programmierung. Mal gucken, vielleicht mache ich da so einen kurzen Kreis und dann lassen wir sie mal fahren. Testkreis ist aufgebaut und ich habe jetzt, um die Schienen zu testen, mal eine alte Analoglok von mir noch draufgestellt. Die freut sich auch, wenn sie ein bisschen Auslauf bekommt. Also die Schienen funktionieren und jetzt stelle ich mal die S36 drauf und dann gucken wir, was passiert. Trafo ist aus, genau. Auf dem Boden ist das immer ein bisschen schwierig. Ich bewundere immer die Teppichbahner, die machen ja alles auf dem Boden. Also, dann machen wir mal einen Test, ob sie fährt. Oder auch nicht. Oh, sie fährt. Oh, der Tender war doch nicht richtig eingehängt. Also, dann nochmal reinmachen. Jetzt. Also sie läuft, mache ich mal das Licht aus, wegen der Beleuchtung. Die Beleuchtung funktioniert auch, wunderbar.
Rückwärtsfahrt, also macht auch keinen Bocksprung, läuft ein bisschen rau, vielleicht fehlt Öl, aber von daher klasse. Also noch die schöne Märklin-Lok mit der Schraube oben drin, wie die V200, nee Quatsch, die V60, nicht die V200, wie die V60. Und ganz ehrlich, ich muss mittlerweile sagen, dass mir diese Lokomotiven, die gar nicht so viel filigranes Zeug dran haben, fast lieber sind, weil ich habe mal eine Brava-Lok ausgepackt und wenn du die auspackst, da musst du schon Schiss haben, dass dir 8 Teile abbrechen und kaputt gehen. Klar, die sieht nicht so detailmäßig aus, aber ja, ich finde sie trotzdem cool. So, dann sind das die letzten Runden mit einem Analogmotor. Und dann machen wir Stopp. Jo, dann fangen wir mal an mit der Lok, die zu zerlegen. Also den Tender werde ich dann nachher noch ein bisschen sauber machen. Der ist hier ein bisschen verstaubt, aber das machen wir nachher. Der kommt jetzt mal zur Seite. Und eigentlich haben wir hier oben ja nur eine einzige Schraube. Und dann können wir auch schon das Gehäuse vorsichtig abnehmen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier nichts abbrechen, die Teile. Deshalb lege ich das Gehäuse am besten gleich wieder in die Originalschachtel. Dann ist das mal weg vom Schuss. So, so sieht die Lok aus. Bekannt natürlich, eine analoge Lok. Auch hier wirklich nagelneu, kann man sagen. Die Räder, also da ist kein Dreck, nichts drauf. Wirklich vom Feinsten das Ganze. Also als erstes werden wir den Motor ausbauen, den hier, und dann entsprechend den Umschalter ausbauen. Das sind die ersten Teile, die wegkommen. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Fangen wir mal mit dem Motor an. Ich mache nochmal eine neue kleine Schachtel für die Teile, die wegkommen. Hier, die tun wir da rein. Das ist die Schachtel mit der Schraube hier. Das legt man zum Gehäuse rüber. So, dann machen wir mal das Motorschild ab. Und hier haben wir dann auch schon mal die erste Herausforderung. Ich hole mir das neue Motorschild gleich kurz dazu von diesem Umbausatz. Dann sieht man nämlich auch schon mal jetzt das Problem, was da gleich auf uns zukommen wird. Das hier ist das neue Motorschild und das kommt dann später so rum rein. Also es wäre alles gut, aber man sieht jetzt eben, jetzt sind diese ganzen Anschlüsse hier oben und hier im Original sind die unten. Das heißt, ich muss nachher dieses goldene Teil aus dem Plastik rausbauen, also hier die Nieten aufbohren, dann kann man es durchstecken. Mach es mal ein bisschen größer. Und dann das Teil drehen, dass also quasi dieses elektronische Bauteil nach unten zeigt. Und dann muss man hier unten auch noch ein bisschen was wegmachen, sonst passt es nicht rein. Also von daher sieht man jetzt schon, so rum wird es zwar drauf kommen, also da passen auch die Löcher nachher, also die Schraube, die käme dann hier rein. Das passt. Aber hier wird es dann mit dem Gehäuse einfach so eng, dass es nicht mehr passt. Gut, Schraube 1 ist weg. Machen wir die Schraube 2 noch lose. Ist auch weg. Dann müsste eigentlich jetzt das Motorschild auch schon lösbar sein. Ist es auch. Genau. Ich lasse die Sachen mal auch so weitestgehend dran vom Löten her. Lötkolben machen wir trotzdem mal schon an, weil ich muss nachher da vorne hier ablöten wahrscheinlich. Und das kann man schon mal hier vorsichtig raustütteln. Kabel sind hier sauber verlegt, genau, sehr schön.
So, ja, da unten ist ein bisschen ölig. Also wir werden die natürlich dann auch sauber machen. Das ist ja klar soweit. So, den Anschluss, die Schraube für den Umschalter, den haben wir hier. Holen wir die Schraube raus. So. Jetzt haben wir den Umschalter auch weg. Jetzt müssen wir an sich nur noch das Licht ablöten, weil das ist ja hier auch noch angeschlossen. Beziehungsweise auch diese Feder für den Raucheinsatz, die wir wahrscheinlich auch ausbauen. Weil wir schließen den Raucheinsatz ja nachher anders an. Den Schleiferkabel werden wir jetzt ablöten. Mein Lötkolben ist auch schon hochgeheizt, hier sehe ich gerade, also können wir da schon loslegen. Das ist dieses Kabel hier. So, weg ist es. Das Kabel können wir eigentlich auch ablöten, dann haben wir das schon mal weg. Also jetzt müssen wir irgendwie diesen Magneten da noch rauskriegen. Raustütteln. Ah, und da haben wir ihn. Also sehr schön entkernt. Jetzt haben wir hier noch das Schleiferkabel. Und das sieht ja schon mal ganz gut aus. Das heißt, jetzt haben wir hier relativ wenig auseinander genommen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht man mit solchen Teilen? Also ich mache es in der Regel so, dass ich bei Lokomotiven, wo ich so einen emotionalen Bezug habe, also so alte von der Kindheit, da packe ich das alles ein und tue es in eine Tüte und archiviere das. Wohl wissend, dass ich die wahrscheinlich nie mehr auf analog umbaue, aber es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß, ich könnte es wieder zurückbauen. Zu der Lok habe ich jetzt natürlich keinen Bezug, also historischen Bezug, deshalb werde ich die Teile in eBay stellen und da freuen sich dann auch die Leute, die einfach auch mal wieder ein gebrauchtes Teil dann kaufen möchten. Also von daher kommt es jetzt alles hier ins Schächtelchen und diese Geschichte, also Magnet, Motorschild, hier auch der dreiankerige Motor und der Umschalter samt Schrauben geht dann in eBay. Dann kommt jetzt als nächster Schritt, dass ich die Lok ein bisschen reinige. Also es ist ja sehr ölig hier teilweise. Den Schleifer habe ich jetzt auch schon mal abgemacht und dann schauen wir mal weiter, wenn ich sie geputzt habe. Jetzt ist auch hier schon die Halterung für die Frontbirne rausgefallen. Die ist noch reingeklipst und das ist so ein Kombinationsteil. Das versorgt die Birne mit Strom und eben auch, wenn ich einen Raucheinsatz reinstecke, dann bekommt er hier seinen Strom im Analogbereich. Ja, von daher, das lassen wir gleich draußen. Das sind die Ausbauteile. Die kommen hier in die Schachtel. Die Birne mache ich auch gleich raus. So. Jetzt habe ich die Lok mal soweit mit Isopropanol geputzt, also so arg dreckig war sie ja gar nicht. Und als nächstes mache ich jetzt das Schleiferkabel raus, weil da schließe ich dann nachher an dieses Teil hier direkt den Decoder an. Das ist ja so eine kleine Platte, die hier unten eingelassen ist. Und das löte ich jetzt erst einmal ab, das Kabel. So, hier haben wir das Teil, das brauchen wir nachher wieder. Da löten wir dann nachher den roten Draht vom Decoder an. Nachdem die Lok jetzt auseinandergebaut ist, schauen wir uns nochmal detailliert dieses Motorschild-Thema an. Ich habe hier also diesen Umbausatz 60944. Ich habe hier nochmal einen zweiten, also in der Lok ist jetzt alles schon verbaut, aber jetzt fürs Video
in der Rückschau nochmal das Ganze für euch zum Zeigen. Also das ist das Motorschild und es käme auch in dieser Richtung dann rein. Und diese Metallteile, die würden jetzt oben an der Lok anstoßen, innen, und also einen Kurzschluss verursachen und damit eigentlich den Decoder auch ins Nirvana schicken. Deshalb ist es wichtig, dass man hier dieses Metallteil eben ausbaut. Und das kann man machen, indem man diese Nieten hier hinten vorsichtig mit einem Bohrer aufbohrt, dass der äußere Ring quasi wegfällt. Also ganz vorsichtig mit dem Bohrer reingehen. Und wenn das dann weg ist, dieser Ring, dann kann man ganz vorsichtig hier dieses Metallteil durchstecken oder vielleicht auch noch mit einem Werkzeug, mit einem Tapeziermesser oder so, vorsichtig hier das weghebeln, sodass man das goldene Bauteil eben dann getrennt hat von diesem Plastikteil. Wenn einem das dann gelungen ist, dann geht's weiter, und das ist jetzt eigentlich so ein bisschen das Gefiemel an der ganzen Geschichte. Man muss dann hier unten, man sieht es da auch, ein Stück weit von diesem Plastik was wegschneiden. Also ich habe es jetzt mal mit dem Dremel gemacht oder auch mit dem Tapeziermesser. Also auf der Seite muss was weg und auf der Seite muss was weg, sodass da noch so ein kleiner Steg übrig bleibt, damit man eben dieses Teil, wenn es dann umgedreht ist, auch positionieren kann. Dann wird es quasi umgedreht eingebaut, und hier ist dann eben wichtig, dass diese Einschubschächte, wo die Kohlen dann reinkommen, dass die eben gerade verbaut sind, also dass da nichts irgendwie krumm ist oder so, weil sonst sitzt die Kohle nachher nicht richtig drin. Ja, und bei meinem ersten Einbauversuch hatte ich das hier so eingebaut, dass dieses Goldene gar nicht so weit sichtbar ist, sondern das war viel weniger sichtbar. Ich dachte eigentlich ursprünglich, dass das auch mein Fehler ist, wo es dann nicht funktioniert hat. Aber dann hat sich herausgestellt, dass ich das falsche Zahnrad verwendet hatte. Also wahrscheinlich hätte es auch funktioniert. Aber wenn es nachher so aussieht, ist eigentlich, glaube ich, ganz gut. Und das kriegt man dann halt hin, wenn man hier entsprechend was wegnimmt. Das Thema Zahnrad ist ja jetzt gerade schon gefallen. Und ich zeige euch jetzt hier nochmal so einen 5-poligen Anker. Da sind in dem Umbauset 60944 zwei Stück drin. Die unterscheiden sich insbesondere dadurch, dass der eine Anker eben hier 7 Zähne hat und der andere 8 Zähne. Und in der Umbaubeschreibung, die ich aus dem Internet mir herangezogen habe, stand eben direkt drin, man braucht nicht den Anker mit den 8 Zähnen. Also Umkehrschluss, dann braucht man logischerweise den mit den 7 Zähnen. Das hat sich jetzt allerdings als falsch herausgestellt. Ich habe dann auch im Stummi-Forum nochmal geschrieben, weil mir halt immer dieser Anker rausgerutscht ist und dann keine Verbindung zu dem Zahnrad der Lokomotive da war. Und da hat mir jemand geschrieben, nee, du brauchst bei der Lok den Anker mit dem Zahnrad mit 8 Zähnen. Und ich habe dann eines gemacht, das empfiehlt ja auch Märklin, wenn man sich nicht sicher ist. Ich habe einfach mal an dem alten Anker, den ich ausgebaut habe, die Zähne gezählt, und es waren tatsächlich 8 Stück. Und von daher war ja klar, ich brauche den 8 Zahn Anker. Ja, ich habe dann dem Verfasser dieser Umbauanleitung auch eine kurze E-Mail geschrieben, dass da ein Fehler drin ist, und das war dann ganz witzig. Er hat dann gleich zurückgeschrieben, ja Mensch, das hat er doch gemerkt und vor langer Zeit schon angepasst, aber er hat total vergessen, das Angepasste hochzuladen. Und das hat er jetzt aber gemacht zwischenzeitlich. Also jetzt steht auch drin, dass man den mit 8 Zähnen verbauen muss. Und jetzt, wenn man den richtigen Anker verbaut, da braucht man das also nur draufstecken hier, und die Geschichte, man sieht's, hier kommt jetzt also schon dieser kleine Stift durch und es passt also soweit. So, also dann noch vielleicht zu diesen Schrauben. Es kann sein, dass da die beigelegten Schrauben nicht passen, von daher, ich habe jetzt hier nochmal die alten Schrauben verwendet. Bei manchen Motoren muss man da, glaube ich, ein bisschen längere Schrauben haben. Deshalb habe ich jetzt hier einfach nochmal die alten Schrauben genommen. Ziehe das Ganze hier leicht an.
Und wichtig ist, dass das eben hier in diesen Löchern gut drin liegt, hier oben auch nirgendwo Spiel hat, dass das einfach alles drin sitzt. So. Und wenn es jetzt richtig läuft, müsste eigentlich, jawohl, das Ganze ein bisschen schwergängig gehen und unten dreht sich dieser Anker mit. Und genau das ist gestern eben mit dem falschen Anker nicht passiert. Das ist permanent rausgeschnappt. Hier dieser Bolzen ist ein bisschen rausgekommen und damit waren die Zahnräder nicht mit dem Motor verbunden. So, also, jetzt haben wir das Ganze drin. Jetzt wird noch entsprechend hier die Kohle eingesetzt. Und dann können wir eigentlich auch noch mal einen kleinen Test gleich machen, ob es funktioniert. Auch das habe ich gestern Abend gefühlt 40 Mal gemacht. Weil jedes Mal, wenn man dann das Schild abbaut und den Motor auseinanderbaut, fallen natürlich diese kleinen Kohlestifte raus. Einmal auf der einen Seite und einmal auf der anderen Seite. So, zack, zack. Wo ist die Pinzette? Die ist jetzt weg. Das kann aber nicht sein. Eigentlich muss die da sein. Hä? Pinzette fehlt. Ja. Dann die Spannfedern noch drüber ziehen. Einmal und zweimal. Und jetzt können wir den Motor testen. Ich nehme dazu, ich habe das schon mal im letzten Video gezeigt, ein kleines USB-Netzteil. Das kann man hier einstellen auf, ich mache es jetzt mal 9 Volt oder weniger. Also dann müsste der Motor sich eigentlich drehen. Also dann stecken wir das mal ins USB ein. Zack, zack, on. So, jetzt reicht mein Kabel nicht ganz. Das heißt, ich muss jetzt euch da ein Stück weit hier mit rübernehmen. Jetzt wird es tricky. So reicht es, genau. Und jetzt mache ich einfach hier mal den Anschluss provisorisch ran. Plus und Minus ist egal. Der dreht sich halt dann entsprechend in eine Richtung. Und wenn es jetzt gut läuft, müsste der Motor eigentlich sich drehen. Ich hebe es mal ein bisschen an wegen dem Gestänge noch. Also Motor läuft optimal mit dem umgebastelten, machen wir es mal langsamer, mit dem umgebastelten Motorschild. So, auf die Zahnräder habe ich noch ein bisschen von dem B52 Präzisionsfett drauf gemacht und jetzt lasse ich die noch ein bisschen hier einfahren und dann machen wir den Decoder mal rein, dann wird es spannend.